Hey Freunde, ich habe schon wieder eine Lieferung von The Better Cat bekommen. Guck mal hier, meine Katze ist schon komplett am Start. Jetzt ist sie gerade runter. Ihr habt es gesehen, die fahren da richtig voll drauf ab. Kann ich euch auch mal wieder nur empfehlen. Kauft geiles Futter für eure Katzen, ja. The Better Cat auf jeden Fall auch empfehlenswert. Noch ein ganz junges Unternehmen mit eigener Tierärztin. Die haben ja alles, was so Katzen brauchen, momentan am Start. Ne? Trockenfutter, sogar gefriergetrocknetes Futter. Nassfutter ist mit am Start. Katzenminz ist mit am Start. Da fährt Cookie auf jeden Fall voll drauf ab. Kann ich nur empfehlen. Dann, was uns auch mal ganz wichtig ist, dass da wirklich der Fleischanteil sehr, sehr hoch ist. Beim Trockenfutter ist es zum Beispiel bis zu 65% Anteil und beim Nassfutter bis zu 97% Anteil. Das heißt also, ihr habt da fast 100% Fleisch für eure Lieblinge drin. Das ist richtig geil. Dann war für uns auch wichtig, kein Zucker drin, kein Getreide drin, keine unnötigen Zusatzstoffe. Ja, das sind alles so Sachen, das macht das Fell schöner, die Verdauung ist dafür schöner. Ne, wisst ihr ganz genau, wenn ihr Discountfutter füttert, dann ist es schon mal ein bisschen eklig im Katzenklo. Dann seht ihr selber hier, guck mal, aus diesem Karton kannst du so ein richtig geiles kleines Häuschen bauen. Da fahren die übelst drauf ab, ne? Das ist ja mal ganz, ganz krass bei Katzen. Du kannst dir ja hinstellen, was du willst, kannst teure Sachen kaufen. Aber wenn so ein Karton kommt, dann ist der die Nummer 1. Ich kann euch das Futter von The Better Cat auf jeden Fall empfehlen. Guckt mal im Shop vorbei, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Und wenn du jetzt da eingibst, Tequila 20 als Couponcode, dann kriegst du nicht nur auf die erste Bestellung 20% Rabatt, sondern auch auf jede weitere und auf die Spaßsets, die es da auch gibt. Vertraut mir, Leute, eure Katzen haben es verdient. Die freuen sich genauso über geiles Futter, ja, wie ihr selbst. Wie du zum Shop kommst, ist ganz einfach. Klick einfach den Link in der Videobeschreibung. Uff, Freunde, ey, ich begrüße euch zu dieser neuen geilen Folge. Diese Woche gab es wirklich mal wieder einen richtig geilen Fund, der auch wirklich mich sehr überrascht hat. Richtig grandios, richtig cool, bin ich richtig beeindruckt von. Ein paar Kleinigkeiten natürlich auch mit dabei, ne? Wie immer, ist ja klar. Ey, solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen, das wird richtig wild. Richtig, richtig wild. Jetzt wollten wir gerade gucken, was sie da schönes haben und dann haben sie weggepackt. Die Xbox. Ja. Ja. Die Xbox. Ja. Warum genau? Okay. Wir würden mal gucken, dankeschön. Achso, der Halter, wa? Den Ständer. Das ist das Spiel, ja. Also grundsätzlich soll er damit weg, weil sonst wäre er nicht im Auto. Boah. Hast du aber zu tun, ey. Nee, ich sagte gerade, eh so ein Teil fehlt hier. Er hat mir gesagt, das ist alles wohl drin. Und da, eh fehlt. Offensichtlich, ja. Ja. Also ich habe es jetzt unbekannt nur so sehen, wie Sie das sehen. Ja, ja, ja. Ich habe keine Ahnung davon. Das hat der Sohn. Hat er gesagt, was er für den Controller haben will? Hat da irgendwo ein Zettel. Achso. Da. Ist das der Elite-Kontroll? Ja, genau. Wie viel? Okay. Da ist es stehen. Ja, nee, und die Lampe? Die Lampe? 10. Die ja, fällt hier auseinander auf. Naja, okay. Ja, nee, das ist nichts. Nee, Lampe willst du nicht, oder? Kann die denn? Leuchten. Na, aber nicht, oder was? Und Sound. Phenobild-Sound. Da bewegt die sich irgendwie oder irgendwas? Wissen Sie? Die leuchtet und macht irgendwie Musik. Also wir hatten sie gestern gerade angemacht und die hat. Achso, weil jetzt sie aussieht, als wenn hier irgendwie Füße rauskommen könnten oder so. 5 okay für die Lampe? 8. Ah, da warten wir erstmal noch. Ja, okay. Danke. Morgen. Darf man da mal schauen, die PlayStation? Ja? Machen wir. Oh, weiß ich nicht. Aber Anleitung alle nicht drin. Ja, weggerissen. Ab. Bis, wo ist er denn? Wem hört die denn jetzt überhaupt? Ja, ja, die hört schon. Achso. Kann er mir sagen, ob die funktioniert und ob er auch ein paar Spiele vielleicht? Ich dachte, das ist ein weißes Müsste. Okay. Hast du ein paar Spiele hoch? Nicht mehr. Nee, was wolltest du für die? 50. 50? Ob die einen Chip hat, wirst du auch nicht zufällig, ne? Ja, kann ich noch probieren. Das ist sauber, das ist auf jeden Fall alles. Kann ich dir noch ein Angebot machen oder muss 50 festbrechen? 50 machen. Ja? Okay. Ja, na klar, alles gut. Danke erstmal, ja? Ja, natürlich.
Ja, ja. Wenn ihr das Modell nimmt, weil ihr nicht mehr extra ein- und aussteigen muss, die einzelne Position. Ach, das ist ein Rucksack. Oder? Das ist ein Rucksack, oder? Kann das sein? Das ist ein Rucksack, ja. Der hier hoch, oder? Kannst du die Größe verstellen, dann passt der dir. Ja. Was wolltest du für so ein Ding? So ein Ding, 20 Euro. Aha, okay. Hm? 24,5. Ach so, das ist ja. Ja, mach den mal. Wird's denn der noch? Ja. Könnt ihr auch, wie hier drin sind? Ja, klar. 21, 32, 32. Das ist ja mit Hülle und so schon. Was wolltest du für die Kassetten? 3 Euro das Stück. Ich hab sie verstanden? 3 Euro das Stück. 3 Euro das Stück? Ja. Würdest du mit, kommst du mit 5 hin für die 3? Ja, 5. Ja, dann würde ich die nehmen. Ja, eine Stummkopf. Videospiele suchen wir noch, aber das habt ihr nicht, oder? Hast du mich angerufen? Nee, musst du das FIFA leisten haben. Das kannst du behalten. Aber ich muss noch morgen sitzen bleiben. Hey, ich vermute auch. Kannst du die mit drin legen bei dir? Ja, klar. Dann ist schon wieder voll. Vielen Dank, ja? Alles klar. Ciao, ciao. Da geht es auch schon los, und zwar am ersten Stand gab es mal wieder, schon lange nicht gehabt vor allem, ein paar schöne Alf-Kassetten. Guck mal hier, Folge 24, einmal Folge 25 und einmal, vielleicht sogar ein bisschen seltener schon, Folge 32. Ne? Alf-Kassetten werden ja leider immer teurer, ne? Also so, ich sag mal so die ersten 20 Folgen, das sind alle so 1-2 Euro Artikel. Aber so ab dem 30er-Bereich und besonders ab dem 40er-Bereich, alter Schwede, da wird es richtig, richtig eklig. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich gibt es die nicht so oft. Alf ist da sowieso irgendwie in letzter Zeit oder in den letzten Jahren sehr, sehr sammelnswert geworden für viele. Oder verkaufswert, je nachdem, ne? Ja, wie gesagt, habe ich hier gerne mitgenommen an dem Stand. Hat ein Herz für mich entdeckt, habt ihr ja, glaube ich, auch gesehen, ne? Er hat sich da so ein Atari-Spiel auf Kassette geholt. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Ja, machen wir mal weiter. Wie gesagt, das gab es jetzt hier für einen Fünfer. Gehen wir mal zum nächsten geilen Deal. Morgen. Moin. Moin. Das ist was für dich? Das für dich nicht, oder? Das nicht. Dann riecht der Wert noch. Schatzi, kannst du mir? 10 machst du nicht? Also, machst du dann 20 für die Beeren zusammen? Ja, gut, wollen wir nicht so sein, ne? Nein. Oh, hier 14! Alle beruhigt. Ich dachte, du willst deins fest. Ja, ne? Ja. Super, danke dir. So, und zwar gab es jetzt beim nächsten Deal ja, Pokémon Ultra Sonne bzw. Ultra Sun, ne? Das ist hier die Pegi-Version. Keine Ahnung, wo das genau herkommt. Kann man das draufsehen? Nee, war. Ist auf jeden Fall alles in Englisch. Keine Ahnung, vielleicht Schweiz oder Österreich oder so. Keine Ahnung, kann sich genau sagen. Auf jeden Fall ist es komplett auch vollständig. Hier sind alle Begleithefte drin, 3-4 Stück an der Zahl. Das Modul ist auch mit dabei. Ja, da kannst du nicht weiter meckern, ne? Das haben wir jetzt zusammen im Bundle gekauft. Ne, Kalle hat das andere Spiel abbekommen für einen 10er. Also er wollte ursprünglich erst 15 pro Spiel. Deswegen haben wir versucht, 2 Spiele für einen 20, hat auch geklappt. Ja, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall immer so diese kleine Zauberei des Bundlens. Also würde ich dann doch machen, wenn du das abgibst. Ja, jetzt müssen wir mal kicken, dass die das da... Nur kurz warten, ich weiß jetzt nicht, ob die da nicht, dass sie das wegnehmen, aber die sagt ja, außer Hand gelegt, alle Türen. Dann machen wir es so. Ich kann Hallo sagen. Alles klar, vielen Dank, ja. Ich kann Danke sagen, ich kann bitte sagen. Ciao, ciao. So, jetzt richtig geil, ewig nicht gesehen, sieht man glaube ich auch nicht so oft auf dem Flohmarkt. Und zwar eine PlayStation 1 in der DualShock-Variante in OVP. Richtig geil, also zustandsmäßig, könnt ihr selber auch mal schauen. Ist noch echt gut, ne? Hier hat man so ein kleines Loch drin, das passiert halt irgendwie mal. Hier ist noch ein ganz, ganz kleines Loch. Aber ansonsten ist die äußerlich eigentlich komplett in Ordnung. Kannst du nicht großartig meckern. Hier auch nochmal die Rückseite hier sehen, auch nochmal unten hier zeigt. Wo man ein bisschen sagen könnte, ja, das ist ein bisschen schade eigentlich, ist bei der inneren Lasche oder bei diesem inneren Inlay, was man so innen drin reinlegt. Das habt ihr, glaube ich, auch im Video gesehen, ne? Moment, ich versuche mal, ob ich das auf die Schnelle zeigen kann. Und zwar hier, genau hier ist es irgendwie so ein bisschen weggerissen. Ja, ist jetzt, ich sag mal so, ist jetzt nicht super schlimm, finde ich, ne? Wenn du es jetzt nach innen faltest, dann hält es auch so wunderbar, ne? Weil es ja so sich gegenseitig so ein bisschen stützt. Aber schade, dass es trotzdem, ja, irgendwie gerissen ist. Dann habt ihr gesehen, Controller ist mit dabei. DualShock-Controller, Zustand, ja, geht so, ne? Da vorne ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das
vielleicht ist es irgendwie Staub oder so von irgendwas, keine Ahnung. Ich denke, das wird man wieder gut runterkriegen. Kleben oder so tun sie noch nicht. Ausprobiert habe ich es auch noch nicht, da muss ich auch noch dazu sagen. Ne? Fernsehkabel und Stromkabel ist auch hier mit dabei. Muss ich alles noch so ein bisschen zusammentütern mit einem Gummi drum, damit das vernünftig aussieht. Und dann gucken wir uns auch noch gerne zusammen die PlayStation selber an. Was hier auch wieder cool war, dass auch das Inlay dabei ist, beziehungsweise hier das Styropor. Ne? Das ist ja auch immer wichtig, dass die da nicht lose rumfliegt. Und dann haben wir hier das Gerät selbst. Seht ihr selber, ne? Die Tasten sind schon ein bisschen dunkler geworden, aber ansonsten kannst du hier echt gar nicht meckern. Ey, das ist ein richtig geiler Zustand. Auch hier können wir mal gucken, das Modell 9002 ist, glaube ich, eins der letzten, oder? Glaube ich, kann das sein? Hier funktioniert auch einwandfrei. Ob ein Chip drin ist, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, tatsächlich, weil ich es noch gar nicht ausprobiert habe. Müsste ich mal machen. Tja, und dann werde ich sehen, wenn Chip drin ist, umso cooler, wenn nicht, auch trotzdem gut. Ihr habt ja mitbekommen, ich habe jetzt zusammen gezahlt einen Fuffi dafür. Ja, wie gesagt, was so ein bisschen schade ist, dass halt hier das so ein bisschen eingerissen ist. Finde ich jetzt zwar nicht super schlimm, aber naja, es passiert halt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommis schreiben, ob ihr die auch mitgenommen hättet. Ich fand den Deal trotzdem sehr, sehr gut. Da ist es drin, ja. Von wem ist es? Haben Sie auch ein Stromkabel? Ja. Haben Sie auch? Soll ich das mal zeigen? Ja, wenn ich jetzt keinen Umstand mache, was wollen Sie denn dafür überhaupt haben? Na, ich hab gedacht, so 80. Uiuiui. Okay. Boom. Würden Sie das Spiel auch abgeben, Alene? Nein, ich wollte es zusammen verpacken. Ja, okay, verstehe. Aber ansonsten weiter nur schon wieder ein paar Spiele vielleicht weiter nichts machen. Ice Age nur noch. Ja, das ist ja hier drin, oder? Genau. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel, 80 Euro. Ja. Ja, schon, aber tatsächlich. Der Controller ist auch leider kein Originaler. Den Original habe ich. Ja, darf ich mir das mal anschauen, was sie da noch haben? Ich will einfach nochmal. Zwei Interessen. Cool. Ja, du könntest ja noch einen Augenblick warten. Hier? Ich habe alles dazu, was ich immer im Fernseher angeschlossen hatte, ne? Ah, sehen Sie, ist doch nicht das Stromkabel, das richtige. Weil der braucht ja hier eigentlich. Bist du so nett und wartest, bis ich fertig bin? Ja, klar, das ist kein Problem. Normalerweise braucht man hier so eben, da hat man noch so einen dicken Klotz dazu. Und das ist ja nur ein Kaltgerätekabel. Also kann ich dir gerne auch mal zeigen am Handy, wie das aussieht. Ach, nee. Aber das ist leider. Stromkabel. Das fehlt leider. Ja. Wollen Sie am Preis noch was machen oder wollen Sie bei 80 Euro lieber bleiben? Warten wir noch mal eine halbe Stunde. Ja, können wir. Wie Sie wollen. Oder? Nicht, dass ich Ihnen schlecht reden will, ne? Das ist wirklich das falsche Kabel. Ich glaube, Sie sehen es ja auch selber, das passt ja gar nicht. Naja. Das ist immer ganz anders. Ich bin vor ihm besser in meiner Tüte. Ja. Ja, könnt ihr mal die Hälfte angeboten einfach ohne das Kabel. So mit dem Ganzen. Es ist mir zu wenig. Okay, kein Problem. Ne? Ja. Bis dann erstmal. So, zu der Szene könnt ihr ja mal ganz kurz, wenn ihr Bock habt, auch irgendwie eure Meinung abgeben. Ich find's ein bisschen, ja, ich find's schon ein bisschen eklig, wenn man sich so komplett irgendwie einmischen muss, irgendwie. Ihr habt's hier gesehen, ne? Also ich habe da mit diesem Gamecube gerade so ein bisschen verhandelt, habe so ein bisschen gefragt, was ist denn hier? Zeigen Sie doch mal Kabel und so Controller, würde ich gerne mal sehen. In dem Moment brüllt er dann von hinten los, ja, hier ist auch noch ein Interessent. Wo ich mir so denke, ey, vielleicht bist du einfach mal kurz ruhig, wartest einfach. Du warst einfach in dem Moment zu spät, musste früher aufstehen, keine Ahnung, was auch immer. Du bist jetzt auf jeden Fall nicht dran. Ne, das hört sich so nicht, das ist auch irgendwie ungeschrieben, das Flohmarktgesetz. Wenn gerade jemand an einem Deal dran ist, hältst du deine Klappe. Ja, da habt ihr gesehen, hat er das Ding in der Hand gehabt natürlich noch. Musste ich ihm erstmal wieder dann beibringen und sagen, ey, du, sorry, du kannst auch einen kleinen Moment warten, oder? Das ist ja jetzt nicht so schlimm und zu viel verlangt. Am Ende habe ich es natürlich nicht gekauft, ne? Wusste ich ja auch noch nicht, dass ich es da nicht kaufe. Hab ja ein bisschen versucht zu verhandeln. Ihr habt ja auch gesehen, das Netzteil war ja nicht das Richtige. Beziehungsweise war ja gar nicht dabei, ne? War ja nur das Stromkabel dafür, den, oder so ein Kaltgeräte-Stromkabel, hätte ja sowieso nicht gepasst. Angeboten hatte ich hier 40, da wollte Sonder lieber ein bisschen warten. Ich habe es dann, wie gesagt, nicht gekauft. Der hinter mir dann da schon rumgedrängelt hatte, der hatte dann da noch irgendwie nach mir, irgendwie bestimmt nach 5 oder 10 Minuten hat er dann da rumgestanden, haben wir ja noch mitbekommen und hat es dann scheinbar gekauft, weil später war das Ding dann weg. Ist ja dann auch in Ordnung, ne? Wenn ich es nicht kaufe, soll er das gerne nehmen, aber irgendwie vorher da so reingehen und dann, ja, hier, ich habe auch noch Interesse und ich fasse das jetzt auch einfach mal mit an. Finde ich, gehört sich nicht. Schreibt gerne mal in die Kommis, wie ihr das seht. Ich finde sowas ein bisschen, ja, leider ein bisschen eklig. Kann man da mal reinschauen? Ihr könnt ja mal reinschauen. Fragt ihr erstmal, was das kostet. Ja, ja, das ist kein Problem. Wir wollen hier nicht mitnehmen. Fragt erstmal, hast du mal gefragt, was das kostet, bevor du jetzt hier einen riesen Aufriss machst? Was soll denn das kosten? Das wollte ich nämlich gerade sagen, es wird nämlich nicht günstig. Ah. Und also was ist nicht günstig? Mein Mann ist 85. Er hat gesagt, nimm es zum Spaß mit. Okay. Okay, danke. Bitte. 30 wert.
Vielen Dank. Ich glaube, es wird mir keinen Spaß machen, dass ich das genommen habe. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich. Werden nicht die Letzten sein, die gefragt haben. Genau. Freunde, ich bin übrigens auch dreimal die Woche live auf Twitch unterwegs. Ja, da gibt es auch ganz, ganz viel Retro- und Flohmarkt-Content. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da gerne mal ein kostenloses Follow da lasst. Moin. Jetzt soll der neue Ami alles sein. Nee, hast du noch mehr? Ach, oben. Na komm, mal her. Action Man. Da muss ich die Käse dann doch alleine abrufen. Was wolltest du für deine Spiele so haben? Hä? Hast du noch mehr? Nee, das war denn. Das andere gehört dann alles zu Bläser, so ein paar Controller. Ach so, Controller und sowas, ja, ja. Was nimmst du denn für ein Spiel? Ja, lieber, am liebsten haben wir als Set, also ich habe vorhin 8 Stück für einen Puppi verkauft. So, heißt. Ja gut, aber wer weiß, was das für Spiele waren, kommt ja auch immer noch drauf an, ne? Naja, der war Tekken und Formel 1. Mhm. Ist ja zu big. Oh, Formel 1 ist jetzt noch ein bisschen was dabei, hier unten. Bist du, ob die einen Chip hat? Nee. Weißt du nicht? Oh, guck mal, die 102 ist die erste. Ja, ja. Ja, das ist ja an den Anschlüssen, ne? Die hat noch richtig mit Skatkabel. Ja, genau, und die hat auch eine ziemlich gute Audio-Qualität. Sind so weit. Das ist Portemonnaie. Da sagen wir mal, damals. Also vorhin mit den anderen 8 Spielen hat die gesagt 150 Euro und jetzt hier für die, kommt drauf an, für was? Für die Spiele jetzt oder für die Spiele? Sag mal für die Spiele was. Also grundsätzlich pro Spiel sage ich erstmal ein Fünfer. So. Weil das ist jetzt hier nicht mehr die absoluten Highlights. Man sieht da auch leider nicht, nee, nee, hast du schon recht. War das damals? Kaputte Hülle? Ja, ja. Kann man ja nur rausholen. Aber sonst ja nur nicht scheitern. Hey, diese Spiele würden wir ja kaufen, um damit Hüllen auszutauschen. Das sollen ja bessere Hüllen für bessere Spiele, sollen das ja Hüllen sein. Wenn ich jetzt sage, da ist ein Chip drin, stellt es ja erst zu Hause fest. Dann bin ich auch schon über alle Berge. Das ist ja meine, dein also weiß ich, ob einer drin ist oder ist es keiner drin? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, ja. Also, waren die denn schon mal offen? Guck mal das. Ja, die waren noch nicht offen, Alter. Nee. Okay, gekauft. Der hat zwar viele. Sieht ja mal sich so aus, sondern offenbar. Du hast ja halt nur originale Spiele. Dann sagen wir hier warum 40. Soll da ein Chip drin sein? Ja, naja, klar. Was hast du? 40. Und mit dem Ding zusammen? Na, dann muss ich das aber auch hinlassen. Ich habe auch erst 50 haben. Ich habe hier vorgestellt, für die, da waren 20 Spiele gewesen, ist die waren 150 Euro. Ja. Dann haben wir jetzt hier 40, das wäre 50 gewesen, 80 Euro. Die Blazer und das Zeug. Würde dir ein Puffi halt für alles zusammen anlegen? Controller sind, warte mal, der ist hier. Oh, zwei Schocker oben dabei. Ja, ich guck mal gerade, ob das Originale sind oder nee, der nicht, der nicht. Die Originale müssen auf jeden Fall. Ja, ich glaube, der hier ist ein Originaler. Siehst du am Kabel denn, ne? Ja, man sieht doch auf der Aufschrift, hier steht ja irgendwie Bushido drauf. Ach so, oder na, dann. Das ist ja immer Bushido ist Original. Original Bushido, ja. Also zwei originale Controller, ein bisschen Heftchen hast du dabei und was ist hier noch? Ah, 70. Kabel. Dann nimmst du die ganze Tüte mit, dann ist los. Und die Spiele kriegst du immer gratis mit dazu. 60, aber mehr wirklich nicht. 65. Komm, dann haben wir hier. Dann kriegst du die Bienen noch mit dazu. Na, los, komm. Hältst du mal auf? Dann packen wir die mal noch rein. Betragen oder was? Ja. Das tun wir jetzt praktisch, oder? Ja, klar. Sonst ja. Na, die Tüte ist soweit. Ja, das sieht ja gut aus. Hast du einen Fünfer? Ja. Dann nochmal. Was halt jetzt da? Sind es? 60. Genau. 70. So. Super, vielen Dank, ja. Jo. Also vielen Dank oder dir. Und viel Spaß. Gleich, ciao. So Freunde, hier jetzt mein Deal des Tages, würde ich schon fast sagen, auch wieder eine PlayStation 1. Diesmal zwar nicht in OVP, aber trotzdem irgendwie mein Highlight. Ich sage euch auch gleich warum. Ich zeige euch erstmal kurz, was so alles dabei war. Ich zeige euch erstmal so die, ja, die schlechten Sachen. Und zwar gab es zwei so eine Drittanbieter Bushido oder Bushido-Controller für die PS1. Ne, kennt ihr die Dinger hier? Irgendwie Drittanbieter, keine Ahnung. Funktionieren sicherlich auch irgendwie und ja, aber ist irgendwie nicht das Wahre. Dann habt ihr gesehen, guck mal hier. Hier, die originalen Controller, die zeige ich euch mal, die sind im richtig guten Zustand. Also da hat er irgendwie verscheinbar gar nicht mit gespielt, hat gleich diese anderen Dinger vielleicht benutzt. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Guck mal hier, da ist nicht ein Krümel Dreck dran oder so. Geiler Zustand, also so noch lange nicht gesehen.
Hier auch, ne, der zweite Controller, auch wunderbar. Also ey, richtig geil, war ich richtig beeindruckt von. Hier Stromkabel mit dabei, dann ein schönes RGB-Kabel dabei. Hast du ja auch nicht so oft, ne, dass RGB-Kabel mit am Start ist. Ist ja das Bild immer so ein bisschen besser. Und jetzt pass mal auf, hier ist die PlayStation selbst und die ist ja wirklich mal im richtig geleckten Zustand. Guckt euch das mal an, wie die aussieht. Die Tasten alle noch richtig schön, richtig kräftiges Grau, nicht verfärbt oder so irgendwas. Kein großer Dreck dran hier, gar nichts. Dann guckt mal hinten. Sieht man hier, ist auch noch die erste PlayStation, die noch hier diese Cinch-Ausgänge hat. Die ist ja, glaube ich, so bei, ja, so bei Musikenthusiasten oder so, kann man, ist das, habe ich irgendwie mal gelesen oder so, ist die irgendwie ein bisschen beliebter, weil die wohl einen sehr, sehr guten Audio-Chip drin haben soll. Ich bin da nicht so affin, ne? Ich bin jetzt da nicht so, dass ich sage, oh, da höre ich irgendwie jeden Ton besser raus oder so. Da ist, ich bin da schon mal mit relativ einfachen Ton zufrieden. Hier, Mechanismus einwandfrei, das funktioniert natürlich. Anleitung war auch mit dabei, sogar die originale Anleitung, ne? Seht ihr hier an der Modellnummer da unten, auch in der Tüte mit drin, sehr schön. Dann war mit dabei für die Memory Card so eine kleine Aufkleber. Weiß gar nicht, ob das Original bei der OVP damals mit dabei war oder so. Finde ich auf jeden Fall auch ganz witzig. Packe ich hier mal so mit rein. Und dann waren noch eine ganze Menge Spiele mit am Start. Er hatte ja vorher gesagt, dass er schon irgendwie 8 Spiele abgegeben hatte. Welche? Ja, kann man jetzt immer schwer sagen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich die jetzt hier alle mitgenommen, weil die, ja, nicht spielerisch jetzt nicht so krass sind, aber weil sie halt vom Zustand echt überzeugt haben. Könnt ihr mal selber schauen. Hier gibt es einmal Formel 1 98 und Alarmstufe Rot. Wie gesagt, Zustände alle richtig, richtig gut. Bei manchen fehlt so ein bisschen das Cover oder so. Oder mal hast du irgendwie so einen Restaufkleber drauf. So wie hier jetzt zum Beispiel bei Wing Over. Dann haben wir hier Eagle One in der Value Series und Action Man haben wir hier. Ja, auch wirklich schöne Dinger. Dann haben wir World F1 Grand Prix und Colin McRae Rally 2. Nicht zwei, sondern Colin McRae Rally in dieser Bestseller-Variante. Habe ich früher auch gerne gespielt, Colin McRae, fand ich immer gut. Dann gab es Test Drive 6 und einmal Road Rash. Hier leider die Hülle und Crack drin, aber Road Rash irgendwie sehr, sehr geil eigentlich. Dann gab es Tocker 2 und Championship Motocross. Auch hier seht ihr ja selber eine schöne Hüllen. Und ja, dann gab es noch einmal RC Stuntcopter in dieser, ja, in dieser White Label heißt es, glaube ich, ne? Ist auch so eine Classics-Edition. Auf jeden Fall, wie gesagt, richtig geiler Deal. Diese ganzen Spiele waren jetzt hier mit dabei. Dann die PlayStation in diesem super geilen Zustand, die man, glaube ich, ja, wahrscheinlich so oft erstmal nicht sehen wird. Also wirklich absolut fantastisch. Gerade die Controller hier finde ich sowieso, also von der Nostalgie her finde ich die schon ein bisschen hübscher und ein bisschen geiler als die DualShock-Dinger. Klar, die DualShock-Dinger auch cool, spielt sich natürlich besser mit so einem Analogstick, aber retromäßig finde ich die am geilsten. Haut gerne mal in die Kommis rein, Leute, was euer Deal des Tages war. Für mich auf jeden Fall jetzt der letzte PlayStation-Deal. Absolut geil, kann man nicht meckern. Dann gerne nochmal einen Daumen nach oben für dieses Video hier lassen, ne? Da wisst ihr ja mal, hilft mir. Gerne auch nochmal ein Abo rausscheuern hier, dann verpasst ihr kein Video mehr und dann sehen wir uns 100% beim nächsten Flohmarkt-Video wieder.